Guten Abend. Ich finde die Musik total cool. Also glaube ich gleich relativ laut. Wie wäre es, wenn wir einfach mal auf Fortsetzen klicken? Muss erstmal wieder reinkommen. Weiß mich gar nicht mehr so genau, was hier zu tun ist. Also im Detail. Ich guck. Malia hat ihn rausgeschmissen. Den Night Charm kann keine Frau widerstehen. So ein Glück. Hinweise. Was muss ich am zweiten Tag erledigen? Ich guck mal kurz. Arbeitet der Künstler an einem Auftrag für dich? Hat Malia dich rausgeschmissen? Hast du den Voodoo-Shop und das Museum besucht? Hast du dich sorgfältig umgeschaut, mit den Besitzern gesprochen? Hast du Grace nach weiteren Recherchen gefragt? Der Künstler? Ich geh nochmal raus, einfach. Voll geil. Morgen nochmal arbeiten. Und dann ist er wieder 3 Tage frei. I'm going out. Don't hurry back on my account. Der Künstler. Das Voodoo-Museum. Mal gucken, was hier noch so gibt. Die Villa. Das Franzosenviertel. Lake, was weiß ich was. Dixieland. A sign on the front door of Magenta's home reads, "Attuning with the spirit realm, back on June 22nd. June 22nd. Polizeirevier. Welcher Künstler denn? St. Louis Friedhofen. Wir gucken uns nochmal um. Der Künstler, du bist bestimmt nicht der Künstler. Ich muss die Tastatur hier hinlegen, damit ich hier im Zweifelsfall auf Späß was, glaube ich, drücken kann. Ja, Späß. Mal gucken, ob er was zu sagen hat. Ich könnte mal die Polizeimarke zeigen. Does this mean anything to you? I don't know anything about that at all. Schön dargestellt. The proprietor doesn't look especially friendly. His business probably doesn't depend on walk-ins. Walk-ins. Mind if I ask you a few questions? Ask what you want. I answer what I want. You know about Marie Laveau? Marie? She's somebody from the old days. One of them old folk tales. The tourists eat it up, no? They eat it up, no? Schalen. I'll pass. I ate Italian last night.
Eine Pizza. Schlechte Pizza mag keiner, aber eine Pizza? Garlic, cloves and other dried goods and spices are collected in the bowls. I know where to come if I ever have a vampire problem. I'd have to smell those if I opened them. I don't want any of this stuff. Der will nix. The shelf holds containers of dried items. Flowers, grasses and black cat bones. Black cat bones. Na gut. Ich glaube, hier bin ich nicht, wo ich sein sollte. Aber welcher Künstler? Ah, Moment. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Dieser Künstler? A street drummer has settled outside the museum. Gabriel can't do anything with the drummer on the street. You can't do anything. Does this mean anything to you? I cannot see that it does. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. New Orleans, Johannistag, Schlangen. So how's the museum business? Those who truly seek to understand are few, Mr. Knight. But even one can be an audience. Sounds about like my shop. My shop. What do you think of New Orleans? It is the only city in the United States, as far as I am concerned. Schön gesagt. What can you tell me about St. John's Eve? It is one of the important ceremonial nights in Voodoo. Also, der Hinweis. Thanks a lot. Bye now. Come back again. Der Hinweis macht der Künstler etwas für dich. Ich weiß nicht, wer Künstler gemeint ist. Really? I forgot you were gone. Fragen wir sie mal nach weiteren Recherchen. Got a minute, Grace? What's up? Could you do some research for me? Sure, what? Okay. Madame Cavano, auswendig machen. I need you to look up a Madame Casino. Okay. Madame Casino? Is she related to the murders the same way your friend Molly Agetti was? Grace, Casino's at least 70. As if that makes a difference to you. Okay, I'll see what I can find. Anything else? Erstmal nix. Hallo Cherubim, schönen guten Abend. I can't think of anything. Tell me about yourself, Grace. What do you want to know? Irgendwas. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Gut gesagt. Nothing, I guess. Never mind. Ding. Wie geht's? Oh. Das Spiel ist abgestürzt. The game crashed. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt wieder machen kann. Oder wo ich stehen geblieben bin. Das Spiel ist abgestürzt. Okay. Wir fragen sie halt nochmal, ne? Got a minute, Grace? What's up?
Forschung. Could you do some research for me? Sure, what? Ja, hier steht Cavano. I need you to look up a Madame Cazino. Madame Cazino? Is she related to the murders the same way your friend Molly Agetti was? Grace, Cazino's at least 70. As if that makes a difference to you. Okay, I'll see what I can find. Anything else? Nein. I can't think of anything. Vielleicht weiß ihr, was es heißt. Do you have any idea what Capri Sanco means? No. Sounds French, though. Mal gucken, ob wir schon schlafen können. It's no use. I can't sleep. Can't sleep. Bäh, 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 bäh. Ja, der Hinweis, den ich da gelesen hatte. Hast du den? Den Künstler beauftragt? Ich weiß nicht, welcher Künstler gemeint ist. Aber ich gehe nochmal, glaube ich, in den Park. So, wie sieht's denn aus? Geht's dir gut, Cherubim? Ich hoffe. Mir soweit ja. Heute noch frei gehabt. Ne? Und morgen muss ich arbeiten, ganz regulär. Und dann kommt das lange Wochenende, ne? Was ist denn hier los? Hotdog-Verkäufer, hier ist alles anders jetzt. Ich bin hier noch gar nicht gewesen. Nach dem Wechsel des Tages. Ich glaube, ich speichere mal. Wie wäre es damit? Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. I dig it. Oh, hey, I'll come back here. Hey. Da ist der Künstler. Oh, unbelievable. Rotten luck. Die Maus, Zeichnung angucken. There's a drawing caught up against the statue. Nehmen Sie. Kriegt er wahrscheinlich nicht hin. Braucht er wahrscheinlich irgendwie. Gabriel can't reach the drawing from where he is. Vielleicht hilft ja irgendwas aus meiner Tasche. Die Pink Zette. Nee. Hey, float over here, would you? The drawing ignores Gabriel. Das ist schön, dass man damit reden konnte. Ich finde die Musik scheiße. Muss ich mal echt sagen. Ich mag diese Art von Musik nicht. Stupid wind. Now I have to start all over. Mal angucken. An artist is taking advantage of the fine weather. Tolle Ausstattung. Those drawing tools are amazing. Yeah, they're great for laying lines, angles, circles, you know, anything geometric. It's pretty meticulous, but I prefer it to freehand. Can you draw anything with those tools? They're great for ordered complex forms and patterns, but they won't help me do Monet. How's it going? Life sucks. I just lost 2 days worth of work. What are you working on now? Just starting another drawing of the cathedral. A drawing of the cathedral? In der Kathedrale war ich auch noch nicht. Lass mich raten, da ist immer noch. Someone is in that confessional. Gabriel will have to wait. Obwohl neuer Tag ist. Alter, ey.
Was ist denn das? The chancel of St. Louis Cathedral consists of a raised dais, an altar, two pedestals and a choir area. Engelchen. Eine Kamera oder so habe ich nicht, ne? Kopie der Voodoo-Akte, Voodoo-Code. Kann ich nicht kombinieren. Seemuster. Kann ich auch nicht benutzen. Warum eigentlich nicht? Ton. Schon merkwürdig. Kann die Sachen hier nicht kombinieren. Das Skizzenbuch geht mit gar nichts. Britt, Britt, Britt. Das Geräusch werden wir noch öfter hören, denke ich. Wenn ich die Lupe habe und das Schlangenschuppe, das geht. Gabriel is carrying a scale he found near the crime scene at Lake Pontchartrain. Wenn wir die Zeichnung wiederkriegen, dann macht er für uns bestimmt was. Stepptänzer. A small boy is tap dancing enthusiastically for a Doobie Dog vendor. The vendor ignores him. Doobie Dog. That would be at the very least. Illegal. Can you fit through the bars around the statue? Got any money? Nope. There you have it. No. Money. You dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any. Then don't block the view, mister. Do you do requests? Got any money? Nope. Something to eat? No. There you have it. No. Can't think of anything at the moment. Something to eat. Then. Here gets something to eat. A Doobie Dog vendor has set up business in the square. He has his nose buried in a paperback novel. Gabriel notices that it is not one of his. Big surprise. Could I get a Doobie Dog, please? Not now, I'm busy. An unambitious person in the 90s. Amazing. Arbeitsmoral, ja. Er ist beschäftigt. The vendor wouldn't be interested in seeing that. Der ist nicht in der Lupe interessiert. Was ist denn hier los? Polizeifoto. Vielleicht die Polizeimarke. The vendor wouldn't be interested in seeing that. Also der Typ hat kein Geld und nichts zu essen, was er ihm anbieten kann. Dem Jungen. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie mit den Leuten noch irgendwas erreichen können. Occasion band. Inventive is always with their instruments. Is having a good old time on the lawn. Funny how catchy that toe tapping can be. Ich persönlich finde ja solche Musik zu lustig. Ich bin kein Fan von lustiger Musik. Oh, wollte ich eigentlich gar nicht. Might need the goodwill, but he can't afford to make a donation right now.
Eigentlich sollte er Geld rausnehmen, aber das geht wohl auch nicht. Aber vielleicht mit der Pinzette? Ich meine, das ist natürlich ein merkwürdiger Gedanke, aber... Nee, geht auch nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Ausgang zur Karte, Beichtstuhl, Flaggen, Kirchenbänke. Na gut, dann gucken wir mal, wer hier noch so rumsteht. Geht so, wa? Nicht so viel eigentlich. Geht er auch schnell? Ja, er teleportet sich. Wo bin ich denn noch nicht gewesen an diesem Tag? Vielleicht im Polizeirevier? Voodoo-Museum? Aussichtspunkt Jackson Square. The sign says the overlook's closed for repairs until June 21st. Map. The front windows have iron half grills on them, as if anyone would try to break into a police station. Na klar machen die Leute das, was glaubst du denn? Molys Büro. That's Mosley's office. Mosley, nicht Moly. Mal sehen, ob ich einfach durchgehen darf. Scheint so, wa? Hey, Bud. You. Last time I looked. Give me my badge. Right now. Oh, is that why you're so excited? If you knew what I needed it for. I'm sure it was to impress a woman. You could have asked. Do you know how embarrassing it is to admit your badge was stolen? I had a photo with the chief, and he wanted me wearing it. I should lock you up, Knight. I suppose you could. Seems to me, though, there was that time you borrowed my bike without mentioning it, right from in front of my shop. Yeah, don't remind me. Just don't do it again. Jetzt haben wir also die Polizeimarke nicht mehr, okay. Na gut, mal gucken, ob er uns was zu sagen hat. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Beleidige ihn? Nee, das mache ich nicht. Der hat nichts zu sagen. I'll let you get back to it. Later, Knight. Ich brauche ein bisschen Geld. Oder was zu essen. Wenn ich weiterkomme, dann gucke ich in die Tipps. Aber ich versuche es erstmal ohne. Excuse me, Officer? Yes? Oh, never mind. Fine, I'll get back to work. Can I bother you again, officer? What is it this time? Marie Laveau. What do you know about Marie Laveau? Marie who? Is she the one that hangs out on Conti and Nash? No. Never mind. Na gut. In der Allee wird wahrscheinlich auch nichts sein, oder? Eigentlich brauche ich nur irgendwie ein paar Groschen oder so. Los geht's. Ist im Laden noch ein bisschen was.
Gucken wir mal. I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot you were gone. Schachtel. War da was mit? I can go through the rest of that stuff some other time. Wasserspeier. The Gargoyle has no function but sheer ugliness. Not unlike... Oh, never mind. Ach, schön gesagt. Life is too short to talk to ugly statues. You never know it by the women you date. Kasse. Ein bisschen Geld brauchen wir. Komm. Aber mal so ein Dollar oder so. Gabriel checks the drawer again. Just in case life as we know it changed significantly since he last looked. Gabriel doesn't want to take that with him. Geld. Nimm das mit. The cash register contains about $20 in small bills and change. Gabriel doesn't want to take that with him. Das ist jetzt blöd, ne? Also ich mag es ja in Adventuren immer gerne, wenn Dinge logisch sind. Und der jetzt ist es eigentlich logisch, dass ich hier einen Dollar oder zwei mitnehme. Das wäre logisch, um den dem Jungen zu geben. Aber er will es nicht mitnehmen, stimmt ja nun nicht. Ich will das schon mitnehmen. Aber ich darf es jetzt plötzlich nicht, obwohl es eigentlich eine total plausible Sache wäre. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ja, mit dem Ton. Gabriel can't see a way to use that. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich gucke noch meine Tipps. Level 2. Knete, ja, da liegt welche. Und es funktioniert nicht. Level 2. Wie komme ich an? Kriminaldienstmarke. Jetzt gucke ich einfach. Aber er ist momentan viel zu viel eine komplizierte Zeichnung. Ja, falls er sie eventuell zurückbekommen könnte, muss ich auf einen Tipp warten. Der Tipp denn ist wahrscheinlich, dass jemand, der schmal genug ist, durch die Gitterstäbe durchreichen soll. Zum Beispiel der Junge. Gabriel und der Künstler, aber jemand kleiner könnte da locker helfen. Weiß ich schon. Hast du den Jungen probiert, der da Stepptanz macht? Ist ja vielleicht der nächste Tipp. Ich überlege selbst gerade aber noch mit. Der Junge, der Stepptanz ist ziemlich klein. Er würde bestimmt zu helfen, die Zeichnung zu holen. Mit OH. Hohle Zeichnung. Ja, das ist jetzt ja... Gut. Dadurch habe ich jetzt nichts gewonnen. Dann gucke ich hier, ob hier noch was liegt irgendwo. Blumen, Zaun. Vielleicht liegt hier noch Geld rum irgendwo. Also so hingeschmissene Münzen oder sowas. Blumen. Kann ich irgendwas ihm geben? Ein Gutschein, vielleicht geht der ja. Ziemlich unwahrscheinlich, aber man kann es ja versuchen.
would the little boy do with that? Ja, Gutschein geht nicht. Ein Flugblatt. What would the little boy do with that? Gutschein, Taschenlampe. Den Voodoo-Code brauchen wir bestimmt hier, Ziegelstein. Den kann er bestimmt gut gebrauchen. What would the little boy do with that? Ich rede nochmal mit ihm. Ich glaube, es geht. Was aber was Neues sagt. Mir fällt nichts ein. Can't think of anything at the moment. Okay, then. Musiktruppe. Pferd, Zaun. Die Musiktruppe kann ich nur angucken. Und ich muss sie leider anhören. Bank. Blumen. Lampenpfosten. Iron lampposts add charm to Jackson Square and provide illumination at night. Illumination. Bank. Kann ich mit denen sprechen? Mal sehen. Can you do the Nutcracker Suite in D minor? Say what? Oh, never mind. How about a more bluesy version of When the Saints Go Marching In? Maus ist übrigens nicht da. Aber vielleicht geht jetzt ja der Trommelkünstler da weg. Der Trommler. That was great. Thanks. Ja, das hat richtig was gebracht. I don't need any flowers. They'd probably just get crushed on my bike anyway. On my bike. Nice flowers. Not that a real man would notice something like that. Schön gesagt. Ja, Honda wouldn't be interested in seeing that. Das war falsch. Falsche Taste. Polizeifoto. Hast du das schon mal gesehen, Kumpel? The vendor wouldn't be interested in seeing that. Flugblatt. The vendor wouldn't be interested in. Din. Ja. Mordfoto. Warum würde ihn das denn nicht interessieren? Ton. Taschenlampe. Tja, und nun? Jetzt gehen mir so ein bisschen Ideen gerade aus. Ich versuche nochmal eine andere Sache.
Vielleicht kann ich sie dann doch noch mal überreden, das Lied noch mal zu spielen. Maus! Oh toll, jetzt habe ich rausgeklickt. Escape. Eigentlich wollte ich zu der anderen Truppe, die da oben gehen, die auch eigentlich das gleiche Lied spielen. Und ihnen sagen, hier guckt mal, die macht das viel besser. Und dass sie dann frustriert weggehen oder so. Das geht wohl nicht. Das kann ich kann es noch nicht mal abbrechen. Das war überhaupt nicht great. A wrought iron fence surrounds the Jackson statue. Tja, und jetzt? Kann ich mit irgendwas davon was anfangen? Oder kann der Junge damit irgendwas von anfangen? Wahrscheinlich nicht. What would the Adobe Dog Vendor has said. He has his nose buried in a paperback novel. Gabriel notices that it is not one of his. Big surprise. Kann ich auch mit ihm reden, mal sehen, ob er noch was zu sagen hat. Selling doobie dogs or not? The vendor ignores Gabriel entirely. Können wir den töten? Wahrscheinlich nicht. The vendor wouldn't be in. Ich meine, dann könnten wir vielleicht Geld von seinem Wagen nehmen oder so, aber wäre vielleicht auch ein bisschen auffällig, wa? Mal gucken, ob der nochmal mit uns redet, der Künstler. Could I ask you some more questions? I'd rather not. I really get focused when I'm drawing. Okay, fine. Angucken. An artist is taking advantage of the fine weather. The fine weather. Tja, den Jungen dazu bringen, uns zu helfen. Er braucht Geld oder was zu essen. Vielleicht gibt er uns ja was zu essen. Register. Ready to defend that cash register with his life. Könnt ihr mit ihm reden? Ansonsten muss ich gleich die Lösung hervorholen. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Whatever, man. Willy, Schalen. I'll pass. Aiden. Geh doch mal zum Friedhofen. Excuse me, sir. Yeah, what can I do for you? Voodoo-Morde? Schlangen? What do you know about the voodoo murders? Isn't it just awful? Them finding no bodies with the voodoo things around them? I don't think there's any real voodoo going on. Somebody trying to cover their tracks is all. Yeah.
Opfergabe. Nimm die mit, verdammt nochmal. Hab doch nicht immer einen eigenen Willen. Dedeledin. Schild, Opfergabe. Standbild, Mülleimer, Vase. Engelstandbild ist der Schalter, der schaltet glaube ich auch nicht, ne? Da fehlte irgendwas. The plate is in locked position. There's a keyhole on the plate. But Gabriel can't operate that without a key. Okay. Welche. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen systematisch alle Orte durch. Um mal zumindest sie mal besucht zu haben. An dem neuen Tag. Vielleicht hat sich ja was verändert. Auf eine brauchbare Weise. Blut, Ton, Markierung. Hier schon mal nicht. Die Geddes Villa. Die haben auf jeden Fall Geld. So ist es ja noch nicht, ne? Mal sehen, ob ich nochmal mit denen reden kann. Wahrscheinlich nicht. Miss Getty is busy, officer, and has instructed me to wish you good luck. That is all. If you just tell her goodbye, sir. 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 Fenster, kann ich die Fenster gucken? The windows are made of thick, heavy glass. The only thing Gabriel can see inside is even thicker drapery. Drapery. Rosen mitnehmen. Gabriel didn't come here to mess with the plants. Sagst du? Hallo Kante, guten Abend. Tja. Tja, im Voodoo-Museum waren wir. Aussichtspunkt Jackson Square. Achso. In der Kathedrale waren wir. Hier geht's auch noch nicht hin. Ich schätze mal, jetzt muss die Lösung ran. Mir fällt nicht ein, wie ich dem jetzt helfen soll, dem. Oder wie ich den auf meine Seite ziehen soll. Gibt's noch einen weiteren Hinweis? Er tanzt schon den ganzen Tag in der Hitze vor dem Hotdog. Bestimmt würde er gerne eine Pause genießen. Eine Pause? Ich hab doch... Ich kann nichts mit ihm reden. Frage ihn einfach, wie er gerne hätte. Wie er gerne hätte. Ich warte auf den nächsten Tipp. Frage ihn einfach. Er hätte bestimmt Appetit auf einen leckeren Hotdog, ja. Gutschein vom... Gutschein vom Buchladen. I have this gift certificate. I'm busy. It's good for $20 at St. George's Books.
finest bookstall in Nawlins. Really? I'll have to check it out sometime. You could take this gift certificate with you, if you'll give me a doobie dog. A doobie dog for a $20 gift certificate? Sure, here you go. Okay. Okay. Er steckt in die Jackentasche, klar. The doobie dog is plump and juicy. Plump and juicy. You wouldn't like a doobie dog by any chance. Would I? Krieg ich auch Hunger, wenn ich ihn zugucke. Thanks, mister. You got any special requests? Let me know. Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Eigentlich hätte ich darauf kommen können. Das war jetzt nicht so abwegig. Aber irgendwie Gehirn blockiert. Was denn? What would the little boy do with that? Sonderwunsch. You mentioned something about special requests. Yeah, you got one? Can you fit through the bars around the statue? Can I? Just watch me. Good. There's something in there I can't quite reach. Can you reach that piece of paper? Sure thing. Na gut. Here you go. Thanks, kid. Yup. See ya. Na gut, okay. Das war jetzt das, was ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte, ne? Bitteschön. This belongs to you, doesn't it? My drawing. How'd you get it? Oh, it was a bit of a squeeze, but I hate to see you lose your work. I lost my only copy of a manuscript once. Well, you saved my butt. Let me know if I can ever do the same for you, hey? Bling, 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 bling. Mal was für mich. Nice drawing of the cathedral. Hey, thanks. It's really precise. Well, I'm an architectural student, actually. It's good practice. Do you mind if I watch you? Be my guest. Er watcht jetzt, hm? An artist is taking advantage of the fine weather. Vielleicht kann ich ja die Lupe benutzen, um die Zeichnung mir anzugucken. That doesn't work that way. Ich rede nochmal mit ihm. Auf Wiedersehen. Das war sehr, sehr... Das war sehr toll. Hier. Kopie der Voodoo-Akte oder das Seemuster. Vielleicht kann ich dann damit irgendwie hier... Is there any way you can reconstruct the whole pattern from this partial? Okidoki. Well, I might be able to reconstruct the pattern if I had more data. But this is just one small area of it. What is this from, anyway? You'd never believe me. I'll see what I can do. Mhm. Bling, 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 bling. Was hat dieses Zeichen hier zu bedeuten? Niemand weiß es. Oh, ich drücke da drauf und mir werden die Sachen angezeigt. Jetzt weiß es doch. Hm? What else do you need to do that reconstruction? Some more parts of that pattern would be helpful. Mehr Parts. Na gut. More parts. Zum Beispiel das hier. I have some more of those patterns. Really? Let's see. Yeah. Yeah, these are great. I think there's enough overlap now. I'll give it my best shot. I'll show you what I come up with tomorrow. Great. I appreciate it. Bling, 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 bling. So. Jetzt müsste ich aber den Tag beenden können, oder? It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. For the day. Oh. Mm-hmm.
Na nun. Wieder der Traum. Spukig, ne? Ja, das hat man schon zweimal geträumt. Day 3. Die Hallen des Wissens warten auf mich. Dort war ich bereit zur Verschwörung. Aber in der Stadt der Toten fand ich meinen wahren Herzenswunsch. Ergibt viel Sinn. Bams. Ich fände es lustig, wenn er mal die Scheibe kaputt werfen würde. Wird nicht passieren. I'm so glad you could join us today. I've got messages when you want them. I also checked out Casino. There are multiple listings in the white pages. I got the page, but you'll have to figure out the right one. Right. Thanks. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Malia Getty, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. All the stars out tonight. Gabriel, you don't seriously think she's interested. She can have any man in the city. You know, men with bank accounts. You underestimate the Knight family's tragic poet samurai appeal. When Daddy married Mom, she was the hottest catch in town. I always suspected there was something fishy in your family tree. But seriously, I think you should be careful. Meow, Grace. I'm serious. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right, you should be jealous of Malia Getty. As should every woman on this planet. I just... never mind. I'll just fix these books. Your life is in your own slippery little hands. The point is to get it into somebody else's hands. And soon. Diese Sprüche. Ja. Übrigens, kurz nochmal bezogen auf diese kleine Traumsequenz, die da eben war, wo sich diese Frau in diesen... Was war das? Eine Raubkatze. Irgendeine Raubkatze verwandelt hat. Hab mich kurz daran erinnert. Ich habe heute noch einen Trailer gesehen von einem Spiel, was angekündigt wurde. Tatsächlich Baldur's Gate 3. Ne? Ich selber bin jetzt nicht so aufgeregt, weil ich habe Baldur's Gate nie wirklich gespielt. Aber ich glaube, bei einigen Leuten sorgt das schon für Interesse. Heute gab es einen Trailer. Kannst ja gucken, YouTube Baldur's Gate 3 angekündigt. Also grundsätzlich angekündigt. Nicht mit Release-Termin und sowas. Sieht sehr cool aus. Also ich selber kann damit nicht viel anfangen, weil ich selbst die Hintergrundgeschichte von Baldur's Gate nicht kenne. Aber sah sehr cool aus. So. Was? Ja. Suchste YouTube Baldur's Gate 3 Trailer, finste. Ein schönes Emote. Kalix, was? Ich glaube, den muss ich mal. Bin ich da gesubbt? Weiß ich nicht. Das Emote will ich haben. Oder ich mal selbst eins. Aber das wäre ja Abguckerei. Ne? So, gucken wir mal die Zeitung an, wie wär's damit? Today's newspaper is on the counter. Times dated June 20th, 1993. Gabriel scans over an uninteresting front page. A
Under the cultural event section, there's a notice about a lecture on African religions. The lecture is at Tulane University. Gabriel's horoscope for the day. An evil eye is upon you. Change your course before it's too late. Lighten up. Mhm. Afrikanische Kultur. Afrikanische Religion. Da muss ich wohl hin. Baldur's Gate ist ja nur das beste RPG aller Zeiten. Es ist einfach an mir vorbeigegangen, das ist das Blöde. Ne? Damals, als es aktuell war, es ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das war eine von diesen Momenten, wo mir Leute das zu energisch aufdrücken wollten. Spielers. Ne? Also ich weiß nicht, ob es mir gefallen hätte, wollte ich damit nur sagen. Din. So, was haben wir denn hier? Ganz den üblichen Quatsch, ne? Reden wir mal mit Grace. Mal sehen, was er denn zu sagen hat. Got a minute, Grace? What's up? So was hat man ja auch zu spielen. Okay. Do you have messages for me? Your pal Mosley called. He left a message that they are interrogating a suspect this morning, and you might want to be there. Sounds fun. Mm-hmm. I bet. Hast vergessen, Ausrufungszeichen 1, 11 und so weiter. Ne? Vielleicht mache ich es wirklich, aber... Ich muss da auch erstmal die Ruhe für finden, ne? Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, um Jahrzehnte verspätet in Baldur's Gate einsteigen will. Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es da eine Edition, die mir gefallen würde? Weil ich mag ja Retro, aber es muss von der Spielart natürlich auch irgendwie Spaß machen, ne? Und ich glaube zum Beispiel, dass das bei Diablo nicht mehr unbedingt bei mir der Fall wäre. Das ist noch nicht Retro genug, aber also so richtig 8-Bit-Retro-mäßig, ne? Sondern es ist halt so an der Grenze, ne? So. Vergesse nicht mehr, nach 10 Stunden habe ich den ersten Ring gefunden. Wirken unbekannt, angelegt, verflucht. Kannst dir, wenn du magst, kannst du es gerne mal in die Vorschläge schreiben. Ich muss ja zugeben, dass ich bei den Spielvorschlägen, sag mal, ich überfliege die und wenn ich was Interessantes finde, dann gucke ich da mal rein. Es tut mir manchmal ein bisschen leid, dass ich da nicht mehr von mir angucke. Aber bei manchen Sachen, da habe ich von vornherein das Gefühl, das wird bei mir nicht ganz zünden. Ne? Wir gehen mal raus. Wir haben ja drei Dinge zu tun, ne? Ein Mammutprojekt. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Wie meinst du das textbasiert? Das ist doch kein Text-Adventure, oder? Viel lesen, oder wie? Ist wahrscheinlich damit gemeint, oder? Das ist natürlich schon ein Problem für mich. Also ich mag ja Text-Adventures.
Aber wenn ich ein Spiel habe, was geklickt werden soll. Wenn es also, wie gesagt, wenn es ein Spiel, wenn es ein... Dann bin ich nicht erfreut darüber, wenn ich das alles lesen muss, ne? Da bin ich, das muss ich sagen, das ist echt ein Problem bei mir dann. Wenn das plötzlich zu viel Text ist, dann ist es plötzlich Arbeit, ne? Thanks, boys. Vielleicht gucke ich es mir erstmal irgendwo im Stream oder im Dingens an, im Video, ne? So ist es halt. Tja, vielleicht war das auch dann der Grund, ne? Muss man schon wissen, hm. Aber vielleicht ist das ja bei Baldur's Gate 3 dann nicht so. How's it going today? What? Oh, it's only you. Man, I have been jumpy all day. That pattern of yours really freaked me out for some reason. There's just something creepy. You finished it? Yeah, and you're welcome to it. Here. Wow. This is great. Uh-huh. Yeah, just don't like blow up the planet with it or something, okay? I didn't mean to upset you. Ah, forget it. I'm probably just being stupid. Do your thing with it and good luck. Nimm. Für dich alleine spielen kein Problem, aber wenn das Stream bist, kannst du 50 Stunden vorlesen. Davon immer wieder mal 10 Minuten am Stück. Och. Ganz ehrlich, ich glaube, das allein macht schon, dass ich es selber auch selber nicht spielen möchte. Na? Das ist dann einfach ein bisschen viel. So, rekonstruiertes Wewe. The reconstructed Wewe was done for Gabriel by a technical artist. Na gut, das können wir dem Typen im Voodoo-Museum zeigen, stellt sich. Na gut, dann. Dialoge sind ellenlang, haben gerne mal 6 Antwortmöglichkeiten. Wahrscheinlich sogar so, dass man noch nicht von vornherein weiß, welches das Beste davon ist, oder? Sondern wo man die Auswirkungen erst hinterher mitkriegt, hm? Also diese Trommler sind ja echt überall. A drummer has decided to set up outside the police station. Hey. The drummer looks at Gabriel but says nothing in return. Okay. Ich gehe einfach mal in Mosleys Büro. Anscheinend habe ich ja die Generalerlaubnis jetzt. It'll give you a feel for how I am in action. You know, handling suspects, that sort of thing. I'm sure it'll be invigorating. Who is this guy anyway? Calls himself Crash. He's been an informant for us before, mostly helping us bust small-time pimps and dealers trying to break into the territory. He's been staying invisible during these murders, but we picked him up this morning at Jackson Square pushing coke. He knows something. Call it detective's instinct. Detective's instinct. Got it. Got it. Ach ja, diese Dinge. Chaotisch gut, chaotisch böse und so weiter. Hm? I want to hear about these murders. Have you been present at the so-called voodoo rituals? I don't know nothing. All right, I told you. Come on now. You can tell me. Do you know anyone who's been to these rituals? Look, I can't say nothing. You gotta let me go. Relax. No one knows you're here. The men who picked you up were in plain clothes. Plain clothes? Like you could fool them. They know I'm here. They've got ears all over the city. They know everything. Who are they, Crash? Are they the ones doing the murders? Let me go. If you're so worried about being detained, start talking. You tell me what I want to hear, and maybe I can get you into the witness protection program. But you gotta earn it. Witness protection? Are you crazy? Oh, don't make me laugh. Oh, Jesus, Jesus, just let me out of here. Oh, come on. Who's behind these murders, Crash? Why are the victims all members of the underworld? Oh, by now they know I'm here. It's different when I'm supposed to come here. Oh, if I can send a message. Yeah, tell them I didn't say nothing. Christ, he's freaking useless. Just take him back to detaining, would you, Tony?
tell you, times like this, I'd kill for truth serum. Damn civil rights. Can I quote you on that? Huh? Hell no. Damn, we can only keep him for 24 hours. Tomorrow morning, I'm gonna have to let him go. Sorry it wasn't more exciting. You know, for the book, I mean. Hey, maybe you could punch it up some. You know, what do they call that? Fiction. That's it. It certainly is. I'll see what I can do. Fiction? Und er nennt es Fantasie mit Schneegestöber. Im Deutschen. Ja, das ist eine fantastische Übersetzung. Naja, also, mal sehen. Klingt für mich erstmal so, als wenn es nicht meins ist. Aber vielleicht ja, wie gesagt, der dritte Teil, wenn der dann halt irgendwann rauskommt. Ne? Was hast du denn noch zu sagen, Kumpel? Okay. Vielleicht kann ich ja mit dem Zeugen selber reden. I'm gonna hit the road. Ciao, baby. Ich frage mal, das war der hier, ne? Den ich da fragen musste, schätze ich. Ja, Jerubin, schön. Rechtschaffend. Hey. Ja, das war ein super Gespräch. Das sollten wir öfter führen. Can I bother you again, officer? What is it this time? Chaotisch neutral. Wahrscheinlich ist es da an der Stelle wieder so ein Ding, dass man eigentlich als, das kennt man ja so ein bisschen aus verschiedenen Geschichten, als jemand, der chaotisch ist, ist man ja nicht unbedingt ein Böser, sondern vielleicht auch eher ein Fragensteller und Infragensteller, ne? Ich habe eher den Eindruck, dass man hier vielleicht draußen in der Allee mit dem Typen reden kann. Der in RPG dann schon richtig. Quasi das Maximum an RPG. Nee, chaotisch kann neutral, böse oder gut sein. Naja, ich meinte jetzt eigentlich mein Eindruck, den ich aus anderen Geschichten hatte. Aber das ist auch ein bisschen chaotisch. Also diese klassische Gesinnungsmatrix, sag ich mal, die kenne ich auch nur so vom Hörensagen, ne? Oh, hast du Gruß von der Nordsee? Ja. Grüß mal die Nordsee zurück. Hallo. Kann ich jetzt mit den Typen reden? Fenster, Maulich Büro. Ich will mit diesen Typen da reden, mit dem, den sie in die Zelle gebracht haben. That window leads to Mosley's office. Als Beispiel, Batman ist chaotisch gut. Er kämpft zwar für das, der hält sich auch nicht unbedingt ins Gesetz, ja. Liest nicht jedem seine Rechte vor, Okay. Ich gehe nochmal rein und gucke, ob ich irgendwie mit diesem Zeugen da reden kann. Mal sehen.
Excuse me, officer? Yes? Polizist ist rechtschaffend neutral. Hält sich ans Gesetz. Ist aber weder gut noch böse, sondern macht nur seinen Job. Naja, also idealerweise ist er natürlich ein guter, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wer nur ein Batman spielt. Vielleicht. Mir fällt keiner ein. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, never mind. Fine, I'll get back to work. Wer ist es denn? Hey, hey, hey. Knight, come on in. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Ich glaube, ich kann hier nichts machen, oder? Der Typ von Twilight, ernsthaft? Gut, wäre zum Beispiel auch eine arme Obdachlose Oma, die Ladenlüfte. Ah, okay. 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 Are you sure that's wise? Mosley would surely wonder where Gabriel got that and what he intends to do with it. Na gut, komm, wir verschwinden. Wir gehen ins Voodoo-Museum, wenn es geht. Es geht. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Also dieses bis zum Morgengrauen, diese ganzen Dinge habe ich nicht gesehen. Hätte ich gesagt. Ich habe die, habe da irgendwie Ausschnitte und Trailer von gesehen und dachte mir, naja, komm, ich nutze meine Zeit anders. Ich zeige Ihnen das vervollständigte Ding. Does this pattern look familiar to you? Where did you get that? You do recognize it then? I have never seen it before in my life. Are you sure about this pattern? I am sure, Mr. Knight. Obwohl er probiert schon andere ernsthafte Rollen zu bekommen, habe das auch nie gesehen, weil sagt man, gibt ihm eine Chance. Also, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ne, den Schauspieler. Und mal ganz ehrlich, also Leonardo DiCaprio hat früher auch nur so Schönling-Rollen gespielt, ne? So. Und später hat er auch ziemlich krasse, ernsthafte Rollen gespielt, ne? Vielleicht kriegt das ja hin. Warum nicht, ne? Warum nicht? Also, ich würde jemanden, der, sagen wir mal, festgelegt, also von der Allgemeinheit festgelegt ist auf ein Gesicht, auf eine Rolle, auf eine Darstellung, würde ich auch ohne weiteres mal probehalber angucken. Hm? Guter Vampirfilm. Leo ist immer schon ein guter Schauspieler gewesen, ja, aber halt so die erste Zeit so war er halt sein Ruf war der eigentlich der eines Schönlings, ne? Man entweder er zeigt, er kann auch anders oder er verkackt, man sieht ihn nie. Ja, win-win, okay. Verstehe. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Der Film, wo er so einen Drogi gespielt hat. Du meinst jetzt Leonardo? So where do you pick up all this stuff? Oh, here and there. We accept donations of any pertinent items. Mhm.
Ich kenne ja auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Voodoo Code. Do these symbols mean anything to you? No. They look like nonsense to me. Where did you get them, if I might inquire? Oh, I saw them scribbled somewhere. Just graffiti, I guess. I see. By the way, I forgot to warn you, Mr. Knight. The local cemeteries are quite dangerous. Buggers, vandals. I would avoid going there alone if I were you. Really? Thanks for the advice. Er weiß also, wo das her ist. Also man kann auch mal probehalber auch mal jemanden, der eigentlich in einer Rolle, für eine Rolle ganz bekannt ist, auch mal in einer anderen Rolle gucken. Das ist natürlich nicht einfach, wenn man selbst so die Rolle akzeptiert hat, so, ne? Mein Beispiel ist da ja immer Leonard Nimoy, Mr. Spock. Also für mich ist der Mr. Spock und der hat aber auch in ein paar anderen Filmen noch mitgespielt. Und das kam halt immer irgendwie durch, ne? So. Naja, also wie gesagt, soll er probieren. Na, entweder kriegt es hin oder nicht. Er muss sich natürlich, also dieser Schauspieler aus dem Twilight-Film, der muss sich natürlich ziemlich ins Zeug legen, wenn er trotz seiner Vorgeschichte, seiner filmischen Vorgeschichte überzeugen will, ne? Ist wie bei El Bundy, egal was er danach gemacht hat, genau. Ja, es ist ein, also der Erfolg, der da mit so einer, sag mal, ikonischen Rolle verbunden ist, der ist auch gleichzeitig, glaube ich, ziemlich problematisch. Na, man ist dann ab dem Augenblick festgelegt, so ein bisschen, ne? Muss man sich, also weiß man ja vorher manchmal auch nicht. Kann man sich nicht vorher nicht unbedingt ausmalen, ob so eine Serie oder so ein Film so einen Hype auslöst, ne? Also man muss ja sagen, diese Twilight-Filme, ich glaube, die waren finanziell schon ziemlich erfolgreich. Also die haben sozusagen quasi alle Arten von Reaktionen hervorgebracht. Ne? Von Vergötterung bis hin zu völliger Ablehnung. Alles dazwischen, ne? Aber es ist halt, naja, bekannt. Und jetzt muss er sich erstmal darüber erheben, wenn er es schafft. Von mir aus, ne? Warum nicht? Ich selber könnte mir den Film wahrscheinlich völlig neutral angucken, weil ich den halt nicht kenne, ne? Ich bin auf dem Laptop, alles klar. So, also, der Typ hier kann mir nichts Neues verraten. Dann gehe ich doch mal zu dem Typen mit dem Voodoo-Laden. Und zeige ihm auch diese Zeichnung. Der wird wahrscheinlich auch sowas sagen wie, kenne ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Wo hast du das her? Ist nur Skribbelei. Do you know anything about these crosses? I think there's some kind of code. Look like a lot of hand tracks to me, man. Immer die Leute, die nie mit der Sprache rausrücken. Dann eben das hier. Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, monsieur. Also der Typ, der Dr. John, der hat das Ding erkannt, kann man sagen. Finde ich übrigens ganz cool, dass das Bild hier in Deutsch ist, ne? Obwohl das Spiel ja eigentlich in Englisch ist und man einen deutschen Untertitel eingeschaltet hat, aber so Bilder mit Text drauf, ne, in Deutsch, gar nicht schlecht. So, ich denke mal, dachte auch nicht, dass der Film so erfolgreich ist und er dann fünfmal oder so einen gut aussehenden Vampir, der sich vom T-Shirt vom Leib reißen muss. Oder hier, William Shatner ist auch immer Captain Kirk, ne? Das fiel mir gerade ein, wegen Hemd vom Leib reißen. In jeder zweiten, dritten Folge hat er ein zerrissenes Hemd. Ein zerrissenes Shirt, ne?
Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Also im Voodoo-Museum wollten die mir nicht helfen. Zurück am 22. Okay, also das hier kann ich sogar noch einen Tag später erst machen als das hier. Polizeirevier. Oh, ja, ach ja, die Universität, wo diese afrikanische Kulturveranstaltung ist. It looks like the lecture is just starting. Voodoon is the tribal religion of Africa, but the name Voodoon is actually a banner heading, under which resides an entire body of distinct tribal belief systems. The word Voodoon may sound familiar to you. What is known in the States as Voodoo is actually an amalgamation of African religious systems, Voodoon, and European religions, primarily Catholicism. All of these subcults of African Voodoon have certain things in common. The most important is the worship of a pantheon of spirits, instead of the single deity that the Christian and Muslim systems have. Some of these spirits are elementals. Some relate to specific tasks or places. Some represent important tribal leaders who have died. This spirit worship is what makes Voodoon so easily adaptable. With all these spirits, it's no problem to add a few more. Say, for example, the Virgin Mary. At the height of tribal Africa, warfare was common. One tribe would conquer another, and the Loa, important in the conqueror's tribal system, would be adopted readily into the conquered tribe's Loa pantheon. In this way, many of the Voodoon cults spread and mingled throughout tribal Africa, enriching the belief system and causing innumerable offshoots. The basis for the Voodoon religion seems to be as old as man himself. It has much in common with many early pagan practices. Animal totems, sympathetic magic, elemental spirits in the trees, the heavens, the bodies of the sick. Africa is believed by many to be the cradle of the human race. Some of the Voodoon Loa may be as old as the Garden of Eden itself. We still can't explain some of the real power of these primal religions. And note, I said primal, not primitive. There are African Bokors who baffle our scientists with their supernatural powers. Now, let's discuss the elements of Voodoon. Fascinating guy. In Voodoon, the spirits are called the Loa. During a Voodoon ceremony, celebrants are possessed by the Loa. This is called being ridden. The human worshipper is seen as a horse, and the Loa as the divine horseman. A person being ridden by a Loa takes on the characteristics of that spirit and becomes, in effect, merely a vessel for the more powerful entity. Some of the older original Africa Loa include Dambala, the great serpent god, Ezuli, the mistress of love, Papa Nebo, or Gede, the lord of death, Awe, the spirit of water, Legba, spirit of the crossroads, and the cruelest and most dangerous, Ogun Badagri, the lord of destruction. I gotta get more sleep at night. Tribe-specific Loa can have as much or more power as the more widely worshipped Loa. For instance, a particular tribe might revere highly the Loa of an ancestor who was a legendary hunter or politician. Voodoon temples are called hound forts. Their priests, Haungan or Bokors, their priestesses, Mama Loa. In a Voodoon hound form, there's a ritual circle marked by a center pole called a Poto Metan. During ritual conclaves, initiates dance under the supervision of a Bokor and a Mama Loa, or head priestess. The use of totems or animal masks and markings was not uncommon in the original African ceremonies. Now, though, all but the oldest sects have abandoned this practice. Ritual objects used during the conclaves included the ritual gourd, or asan, the ritual knife, or kubasa. That knife gives me the chills. The ritual whip, or fwetkash, and the ritual coffin, or seke madule. These items are often optional, called for by the Mama Loa for specific magical rituals. The Mama Loa is the most powerful figure in any Voodoon sect. Voodoon is a truly matriarchal system. Even the Bokor knows his power is limited,
The Mama Loa is the supreme woman. She goes out at night, sees many things, and tries to get butterflies, and at night again she sees was? Fireflies. Schnarch. Er pennt wieder. Gabriel? What? Can't see. Gabriel, get in. Can't. It's too small for me. You must get in, Gabriel. It's not mine. Too small. Hide, Gabriel. Hide. Young man, the lecture is over. Oh my god. Sorry. Oh. Kann mit ihm reden. Errungenschaft, Advanced Voodoo Studies. Ich guck mir erstmal alles an. The podium, Hartridge's throne. Gabriel isn't in the mood to give a lecture. Ah, er will keine Vorlesung halten, sowas. Trennwand? So total Quatsch. Totaler Quatsch. A projection screen dominates the front of the hall. Ihm kann ich das zeigen. Dr. Hartridge is sharp-eyed and even sharper tongue. When he condescends to look at Gabriel at all, it is with a dismissive glare. Hast du einen Ton eingestellt? Hört sich besser an als sonst. Haben wir doch letztens schon gehabt, das Thema. Hast du doch erzählt, dass es immer so am Rauschen ist. Und ich habe das entsprechend dann halt umgestellt. Vielen Dank übrigens nochmal. Hat mich ja total verstört, dieser Gedanke, dass es so am Rauschen ist. Kam ich ja überhaupt nicht mit zurande. There's a PA speaker on the wall. Also, wir reden mal mit ihm. Erstmal gucken wir. Dr. Hartridge ist scharf. Jetzt ist super. Vielen Dank. Are you a student? No. My name is Knight. Gabriel Knight. Well, you've already interrupted and slept through my lecture, Mr. Knight. I hope you have something worthwhile to do here. If you figure it out, let me know. Jetzt haben wir aber einiges zu hören. What can you tell me about voodoo? You already sat through my lecture on the subject, Mr. Knight. Perhaps next time you could stay awake and learn something. Gut gesagt. Do you know anything about snakes? I'm not a zoologist, Mr. Knight, but I know all I care to about reptiles. Das hier finde ich total spannend. Do you know what Capri Sancor means? Capri Sancor? Yes, I do. It's a Haitian term, I believe. It's French, and literally translates as goat without horns. As in a female goat? No, as in a human sacrifice. Sacrifices in voodoo are usually of the animal variety. Chickens, bulls, goats. If the gods demand a goat without horns, it means a human being. Uh-huh. Hätte ich das eigentlich rausfinden können, einfach mit dem Google-Übersetzer bestimmt, wa? Do you know anything about Marie Laveau? While I find the colloquial bastardizations of voodoo somewhat interesting, from a sheerly intellectual point of view, there's not a lot of relation between people like Laveau and true voodoo practices. Damballa. Menschenopfer? Tell me more about human sacrifice. It's very rare. Most voodoo practices do not include human sacrifice as a matter of record, but it is theoretically possible, if that's what the gods demand. For example, one of the chants I had translated for me from a Haitian ritual went like this. Mistress Ezuli, come and aid us. If a cock is demanded, we will give it. If a bull will suffice, behold it. But if a goat without horns is required for sacrifice, oh, where will we find one? Ezuli is the gentlest of Loire, so they call on her for mercy. But I have seen grown and powerful Haungen tremble before a possession by one of the more violent Loire.
such as Papa Nebo. Clearly, they are afraid that something of the sort will be ordered, or that Loire will simply take it for themselves. Cool. Den Ausdruck Loire als Geister, Voodoo-Geister, habe ich auch schon gehört, nämlich in der Nightside-Geschichte. Wollte ich nur sagen. War total cool. Also spannend. Do you know anything about Vevez? If you'd taken notes during my lecture, you wouldn't have to ask. Tell me about Dambala. Dambala is one of the major Rada Loire, also known as Dambala Wado. He is an ancient Dahomian rain god, often represented as a large boa constrictor. Dambala is the most powerful and most violent of the Rada Loire. The Rada Loire are typically benevolent, as opposed, say, to the Patrol Loire. He is still worshipped heavily in Haiti. And when voodoo first started in New Orleans, the early conclaves were reportedly based on the worship of the great zombie, the great serpent, Dambala. Huh. Schon interessant. Ich werde mir jetzt mal dieses Ding zeigen, dieses WW. Can you tell me anything about this? Wow. Interesting. Very interesting. Mind if I copy this? Be my guest. Great. I'll be right back. Ich hoffe, dass wirklich zurückkommt. Oh, okay. Here you go. You know, this is a fascinating Veve. You must tell me all about its origin. Actually, I was hoping you'd tell me. Can you figure out anything about it from the symbols? Well, some. That's why I wanted a copy. I want to research the design myself. Have you heard of the voodoo murders? No. You're kidding. Really? Then the voodoo is authentic. The newspapers are wrong. Boy, are they wrong. You think this Veve is authentic? Authentic? Mr. Knight, that's like asking if the Mona Lisa is a painting. Tell you what, I'll look into these symbols myself and see what I can learn about the sect that made this. I'll give you a call when I have more information. You are associated with the police, aren't you? Absolutely. But I'm undercover. You can contact me at St. George's Bookshop in the corner. All right. Now, I'd like to get started on this, if you don't mind. In the Quarter. Er sagte nur in the Quarter, nicht im französischen Viertel. Das war interessant. Ein bisschen demnächst. Hörsaal. Hippie. Gabriel's in one of the lecture halls at Tulane University. Tulane. So, ich gucke nochmal, ob ich was übersehen habe. Podium, Trennwand, so ein Quatsch. Kann ich ins Büro gehen? Kann ich Ihnen den Schlüssel abnehmen? G. I'd love to. G. Do you know anything about Veves? I told you I would research it, Mr. Knight. Ich weiß nicht, ob es da eine Trophäe gibt oder sowas, wenn man alle Gesprächsoptionen mit allen Leuten durchgeht, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Okay, Mr. Knight. Ich kann nochmal gucken, ob die Lady, wie hieß sie? Melina, Marlina? Nicht Marlina. Das kommt aus einer anderen Geschichte. Ob die jetzt mit mir redet. Bestimmt. May I help you? Ah, it's you. Miss Geddy is not at home, sir. Can you tell me where she is? It's very important. She's visiting her mother's grave, Mr. Knight. Something even you can't be tasteless enough to want to interrupt. Dann gehen wir gleich mal dahin. St. Louis Friedhofen. Ist hier irgendwas anders? Nee, wa? Dein letztes Stück Pizza? Na, ich habe heute noch keine Pizza gehabt und gestern auch nicht und vorgestern auch nicht und...
Mehrere Tage nicht. Für längere Zeit. Oh. Das klingt nach einem Vorhaben. Malia? Mr. Knight, what are you doing here? My family's tomb is here. Mine too. Unnoticed. Subtle. Well, Mr. Knight, if there's nothing else... Don't go. I need to talk to you. Whatever for? I can't stop thinking about you. I've been in your thoughts, too. I can see it in your eyes. Mr. Knight, you don't know anything about me. I'm not in a position to get involved. I've said that a million times myself, but this is different. I think we both know we can't fight it. Oh, I can't believe I'm saying this. I have so many obligations. My family is very traditional. You wouldn't understand. Hey, I love tradition. I've seen Fiddler on the Roof 100 times. This isn't a musical, Mr. Knight. We live in different worlds. Look, I know you got more money than God. Do you think I care? Do you think that's why I'm saying this? No, I don't. Why don't you come see my world? I've got a little bookshop, St. George's, on Bourbon. I know. See, I knew it. You're crazy about me, too. Come by tonight. Please. My world isn't so bad. I'm sorry, but there's no place for someone like you in my life. Not now, not ever. Hm. Die ist heiß auf uns. Damn it. Hm. Sie gibt's bloß nicht zu. So. Gestern schon wieder zu viel Pizza gemacht. Das klingt erstmal wie zu viel geatmet oder so. Hm. Der Teig ist aber sowas von geil geworden. Hauchdünn und knusprig. Hm. Jetzt krieg ich Hunger. Scheibe Brot muss reichen heute noch. So, mal sehen, ob wir hier reinkommen. Kann ich den Schalter umlegen? Vielleicht hat sie ja den Schlüssel vergessen. Ach, das ist natürlich Quatsch. Ich gucke mal, Vase. Vielleicht ist er in der Vase. Gabriel looks at and in the vases, but he doesn't see anything he wants to take. So, das wäre natürlich so das ganz, sagen wir mal, ganz klischee-mäßige gewesen, ne? Dass die Schlüssel irgendwo draußen direkt sind. Also das finde ich auch mal so unglaublich merkwürdig in so diesen amerikanischen Filmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur ein Filmklischee ist. Erstens, dass die Leute nie ihre Autos abschließen, sondern einfach nur die Türen zuschmeißen und weggehen. Und zweitens, dass anscheinend jeder zweite seinen Haustürschlüssel irgendwo am Eingang versteckt. Unter der Türmatte, unter einem Backstein, unter einer Vase, auf dem Fensterbrett, im Türschloss steckend. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass das wirklich so ist. Das sieht man so häufig. Jedenfalls in älteren Filmen, aktuellen vielleicht nicht mehr. Würde ich nie machen. Auf gar keinen Fall. Draußen Schlüssel liegen lassen? Never in the Leben. Hm. Tja, ich schätze mal, hier kann man nicht weitermachen, ne? Naja, gut. Das geht noch nicht. Steht hier eigentlich irgendwo das Datum? Nee, oder? Das Datum steht hier irgendwie nicht. Ja, nee. Gehen wir mal in die Kathedrale. Waren wir auch noch nicht. Heute.
Ist wieder zu, nehme ich an. Oh, diesmal nicht. Interessanto, Beichtstuhl, Kniebank. A padded bench provides a soft place for supplicating knees. There's a small shelf under the meshed window. Nimm das Ding mit. Gabriel can't take the kneeler. Knoten? Ach. There's a knot hole about the size of a quarter in the wood paneling on that wall. The knot hole doesn't seem to operate that way. Angucken, nehmen. The knot hole is part of the paneling. Knot hole? Vielleicht mit der Pinzette? Gabriel can't see a way to use that on the knot hole. Vielleicht mit der Lupe? Mit der Taschenlampe? Gabriel can't see a Gabriel can't see. Das war eigentlich nur so Zufall. Das war irgendwie so ein auffälliges Ding da irgendwie. Ton. Ich wette, dadurch wird man beobachtet oder so. Also man wird ja sowieso beobachtet, aber inoffiziell beobachtet. The knot hole doesn't seem to operate that way. There's a knot hole about the size of a quarter in the wood paneling on that wall. Das ist übrigens kein quadratisches Loch. Ach Gott, die Übersetzung, jetzt fällt es mir erst ein. Ein knot hole the size of a quarter. Ein Viertel Dollar. Ein Viertel Dollar Stück. Nehme ich an. Quarter, sagen doch immer Quarter. Ne? Und, oh Gott, das haben sie übersetzt durch ein quadratisches Loch. Alles klar. Kann man machen. Ja, ich schlag's ein mit dem Ziegelstein. Das geht bestimmt. Gabriel can't see a way to use that on the knot hole. No. A meshed window provides access to the confessional from the priest's booth. Ich speichere mal zwischendurch. Wenn ich jetzt irgendwie was Komisches sage, ne? Nicht, dass hier Dinge passieren. Aber ich glaube, das Spiel ist auch so aufgebaut, dass man sich's nicht verbauen kann. Schauen wir mal. Segnen, fragen. Na, fragen. Can I ask you a few questions? The confessional is not the best place for interviews, son. You can contact the parish offices if you need private counseling. I understand. Thanks, Father. Is there anything else? Segnen? Could you give me a blessing? Do you feel the need for a blessing? You wouldn't believe me if I told you. All right. If it will comfort you. The priest blesses Gabriel through the confessional window. Oh. Peace be with you, son. Thank you, Father. Is there anything else? Beichte. I'd like to make a confession. All right. If it'll make you feel better. Unsaubere Gedanken, gespielte Streiche mit Horst, unbezahlte Assistentin, Egoismus. Generell Entschuldigung, Weiberheld. I've done some pretty rotten things to my friend Mosley. Rotten? What do you mean? Practical jokes, insults, among other things. I see. Are you sorry? Well, pray for forgiveness and say 3 rosaries. Is there anything else? Rosaries? Unsaubere Gedanken. I've had impure thoughts about a woman I met. Impure thoughts? You mean thoughts of sexual relations? You could say that, but worse than what you mean. Worse? You mean extreme sexual relations? Well, not involving animals or anything. Oh, well.
Perhaps we should just leave it at that. Pray for forgiveness and say 10 rosaries. Is there anything else? Ich mach alles. I haven't paid my assistant for 3 months. Have you had the money? Nope. Sounds like a matter for the courts, son, not the church. Is there anything else? Some people say I'm a selfish person, Father. We can always strive to improve ourselves. Patterns can be broken. Yes. Thank you, Father. Is there anything else? Können wir ihm vielleicht auch das Souvenir zeigen? Das wird bestimmt total super. Weiberheld. I've had a lot of women, Father. A lot? More than 10? Yes, Father. More than 20? Yes, Father. More than 40? Yes, Father. Son, I don't think this is a matter for a priest. I think you need a good therapist. If we're counting therapists, then I'm up to at least, let's see here, count of the one, and this might take a while. My son, I'm afraid my lunch break is coming on about now. Pray for forgiveness and say 20 rosaries. On second thought, when you finish the math, say that many rosaries. When you finish them, leave the confessional. I should probably add one more rosary for that while I'm at it. I've been a bad boy. Krabbenbrötchen schön. Eisener Wolf, hallo, guten Abend. Diese Übersetzung. When you finish the math, wenn er es ausgerechnet hat. Naja, gut. Jetzt können wir vielleicht in den anderen Dingens gehen. In die andere Tür. Weil der ist ja jetzt rausgegangen. Someone is in that confessional. Gabriel will have to wait. Geh mal rein. Fenster. The panel behind the mesh window moves from the other side. Mit der Pinzette? Geht nicht. A meshed window. Ja, a meshed window. There is no one there to hear Gabriel's wicked confessions anymore. Gabriel can't. Ach, glaub, wie machen wir das denn jetzt hier? Oder was machen wir damit? Das ist die große Frage. Vielleicht gar nichts. Ton. Also mit dem Ton müssen wir bestimmt noch irgendwo mal Fußspuren oder so abnehmen oder irgendwie sowas. Würde ich vermuten. Kann ich andere Sachen im Beichtstuhl zurücklassen? Flugblatt. Was war das nochmal für eins? A flyer advertising Magenta Moonbeam. A local. Why leave that in the confessional? Na, wie geht's dir, Wolf? Oh, schönes Emote. Ah ja. Schon 2 Gründe, warum ich das Kalix im Mot habe. Vielleicht habe ich es sogar. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich guck mal genauer. Habe ich hier was? Kniebank. Priester, Beichtstuhl. Da gehen wir mal rein. Weil wir haben den Priester ja verjagt, ne? Deshalb. Kasten. There's a box under the shelf of the priest's confessional. Geht mir ganz gut, nur dass ich keinen Bock habe, bei der Hitze jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Was Hitze angeht, da habe ich echt Glück. Erstens war es ja heute nicht so heiß, zumindest hier nicht, nur auf dem Büttel. Da hat man zwar schon gemerkt, dass hier jetzt Frühling und Sommer und so, aber heute war es ganz angenehm. Und den Tag zuvor, wo es auch richtig warm war, also über 30 Grad,
Da habe ich hier in meiner Bude eigentlich nicht so viel davon gemerkt. Weil ich glaube, die ist ziemlich gut isoliert. Und ich habe halt die Außenjalousien, da kommt auch keine Sonne rein. Das war, also ich konnte... Ich war also wirklich zufrieden damit, wie hier so die Temperatur geregelt ist. Total geil. So, und heute war es saukalt. Ich hab's lieber kalt als warm. Wenn es kalt ist, ziehst du eine Hose an. Oder Pullover. Wenn es warm ist, machst du dann eine Negativhose. Inside the box, Gabriel finds a priest collar and some oil used for blessing. That oil is for holy purposes. Not the sort of thing Gabriel would want to use it for. Aber den Priesterkragen, den können wir bestimmt mitnehmen. Inside the box, Gabriel finds a priest collar and some oil used for blessing. Mhm. You never know when a priest collar will come in handy. Na, will da einer... He hears someone enter and kneel down on the other side. Father? I'd like to make a confession. Okay. Go on, my son. I've recently come into a large sum of money. I don't really see a problem with that. It's not that. It's how I got it. I literally found a suitcase of money. So I picked it up and took it instead of telling the police or trying to find who it belonged to. Investiere in ein lokales Geschäft, spende es für einen guten Zweck. Ich bin ein Guter. Give it up to charity. Of course. Why didn't I think of that? Thanks, Father. The man leaves the confessional. Now I can say I did one good deed today. Noch einer? He hears someone enter and kneel down on the other side. Bless me, Father, for I have sinned. Do go on. I've had impure thoughts about men, Father. Bitte 10 Rosenkränze? Surely it can't be all that bad. Oh, it is, Father. I've... No, I can't say that to a priest. Don't worry about that, sweetheart. You say whatever you need to. In detail. You don't sound like a priest. Ah, but how can you cleanse your mind unless you fully express your sins, my child? Aren't you just supposed to tell me to say rosaries or something? We'll get to that, but first... No offense, Father, but I think I'll try another confessional. The young woman leaves the confessional. Vielleicht sollte ich das Ding anlegen. There's no reason to wear that at the moment. Map. Noch ein. Gabriel's calling is decidedly not hearing confessions. Not in a church anyway. Na gut. Kasten, Priester, Beichtstuhl. The priest's side of the confessional is made of well-oiled wood. There's also a box under the shelf on this side. Eine Box, ja. Wir gehen wieder raus. Würde ich sagen. Irgendwo hier. Na gut, jetzt haben wir diesen Priesterkragen. Wir können uns also bei irgendeiner Gelegenheit wahrscheinlich... als Priester ausgeben. Na, jetzt habe ich das Priesterverkleidung. Dunkle Klamotten, Priesterkragen. Okay. Okay. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Also eigentlich... Ne, ich kann ja mal mit der da reden. Madame Lorelei. Madame Lorelei, the fortune teller, is garbed in a belly dancer's outfit and wears a boa around her neck. A real boa. Mitnehmen. Madame Lorelei seems less approachable when she's behind that booth.
What can I do for you, handsome? Handsome? How's business? How's business? I have no time for such dull conversation, darling. How about a reading? The prices are listed on the sign. They seem a little steep. Well, I sometimes do my intimate friends for nothing, but I am a businesswoman. I'm sure you are. Businesswoman. That's a nice snake you have there. Oh, I could say the same of you. Well, I know where I got mine. Where'd you get yours? That's personal. I'd really like to know more about that snake. Oh, sorry, sweetie, but I don't discuss Elvis with anyone. Elvis? Nothing. Well, then move aside, sweetie, but stay where I can look at you, okay? Immerhin. Kann ich mit denen reden und kann ich nicht. Aber sie hat zwischendurch, haben wir vorhin gesehen, hat sie Musik von denen verlangt und hat getanzt. The booth is a colorful melange. It announces the owner as Madame Lorelei and gives prices for palm readings. $20, crystal ball gazing $15, and birth charts $50. Madame Lorelei lounges at the booth, fondling her snake. Edgar Nebulin, schon ans Laufen bekommen oder nicht getestet? Ich hab's noch nicht probiert. Ich hab geahnt, was du meinst, aber ich hab's noch nicht probiert. Es liegt immer noch auf dem Tisch. Das probiere ich dann, wenn sich dem Spiel hier quasi dem Ende nähert. Ich würde schätzen, wir haben ungefähr ein Drittel oder ein Viertel des Spiels geschafft. Bestimmt habe ich auch ein paar Sachen verpasst hier. Ne, deshalb wäre die maximale Punktzahl jetzt bestimmt schon höher. Wie viele CDs? Ich weiß nicht. Ich habe die Packung noch nicht aufgemacht, ehrlich gesagt. Es ist eine DVD-Hülle. Bauchtanzen. So. 50 Floppy. Floppy vor allem, ja. Das Wort kennt kaum noch jemand. Floppy? Also die Disketten, die man für PCs so in den letzten Jahren so hatte. Also als Disketten noch so ein bisschen verbreitet waren. Es waren ja eigentlich keine Floppy Disk. Floppy heißt ja eigentlich schwabbelig, weich, biegsam und sowas, ne? Deshalb waren die Disketten, die man damals für den C64 hatte, waren schon Floppy. Floppies, ne? Weil die halt so wabbelig waren. Aber diese 3,5 Zoll Disketten sind eigentlich nicht, erfüllen eigentlich diese, also die Namensgrundlage nicht mehr, ne? Guck mal ins Tagebuch. Es sind zu viele. Wie finde ich die richtige? Ich weiß nicht, wie man das schreibt, weil ich diese Floppies nicht mehr erlebt habe. Ja. Disketten halt, ne? Disketten. So. War die beste Zeit. Naja, beste Zeit. Würde ich so vielleicht auch nicht sagen. Also nicht
Wegen der Disketten jedenfalls, ne? Ja, das ist schon richtig. C64 und Amiga waren so auch die... Hey Grace, here I am. Oh boy, party time. Das waren auch tatsächlich so die Zeiten, in der ich so mein Computerinteresse und Spieleinteresse so richtig aufgeflammt ist. Es war so ein bisschen, ich sag mal, in der Zeit gab es auch noch ein bisschen mehr zu entdecken. Wie sagt man so schön, da gab es einen Ausdruck für Sense of Wonder, wo man einfach auch ein bisschen mehr noch wundervolle Sachen entdeckt hat, ne? So, oh, das Spiel, sowas geht, ne? Boah. Ich fand die normalen Disketten. Plus 4. Naja. Nicht ganz. Oh, ich hatte auch einen VHS-Videorekorder. Ich habe immer noch einen, der steht. Oder habe ich ihn weggeschmissen? Ich hatte lange Zeit auf jeden Fall einen. Hauptsächlich zum, naja, Kassetten digitalisieren. Aber früher hatte ich auch einen zum tatsächlich richtig benutzen. Zum Sachen aufnehmen vom Fernsehen und so. Telefonbusseite. Ach, die habe ich noch gar nicht angeguckt. Glaube ich. Ach, die rufe ich einfach alle an. So sieht's aus. Casanova B ohne irgendwas A und S. Mein Vater hat einen Betamax. Da habe ich als Junge zum ersten Mal Star Wars drauf gesehen. Ah, cool. Cool. Also für mich war das damals was ganz Tolles, der Gedanke, einen Videorekorder zu haben und Sachen vom Fernsehen aufnehmen zu können und dann zu behalten, Filme zu tauschen mit Freunden und sowas. Das war etwas, was ich echt erträumt hatte, mir, was ich aber selbst in der damaligen Zeit zumindest, als ich so unbedingt wollte, nie hingekriegt habe. Ne? Weil es war einfach zu teuer. Was weiß ich, ein Videorekorder. 500 Mark oder so. Konnte ich mir nicht leisten. Hatte ja nur meine paar Kröten Taschengeld und später dann ein bisschen Geld vom Prospekte austragen. Aber das war einfach zu teuer. Das ging nicht. Jetzt HD-DVD mit King Kong. Cool. Dann habe ich Folgendes überlegt. Vielleicht kaufe ich mir, dachte ich mir, nur einen Videoabspieler. Die gab es damals. Nur ein Player. Und der war viel billiger. Wollte ich mir kaufen. Und ein Freund sollte mir für mich Sachen vom Fernsehen aufnehmen. Der hatte, weil seine Eltern ein bisschen mehr Geld hatten, der hatte einen Videorekorder. Ne? Aber das ist irgendwie nie richtig dazu gekommen. Ne? Konnte man damals ja nicht wissen, dass sich die Pornoindustrie für Blu-ray entscheidet. Ja, und dann war das halt so, dann habe ich hier ein paar Leerkassetten gekauft damals, als ich geplant hatte, mir diesen Videoabspieler zu kaufen. Und habe die meinen Kumpel gebracht und wollte, dass der für mich Filme aufnimmt. Und der allererste Film, den er für mich aufnehmen sollte, das weiß ich noch ganz genau, war Ivanhoe, der schwarze Ritter. Und das war, da war ich 15 vielleicht. Und habe mich sehr aufgeregt, weil der sollte kommen, irgendwie abends. Ich glaube 20.15 Uhr, so diese typische Zeit nach den Nachrichten, ne? Film nach den Nachrichten. Und
Ich sagte ihm, er möge doch bitte den Videorekorder so programmieren, dass er ein paar Minuten vorher anfängt aufzunehmen. Weil ich nicht genau wusste, ob die Uhr vom Videorekorder genau richtig geht. Und naja, ich wollte halt sicher gehen, dass es klappt. Er meinte, nee, das klappt schon. Hat einfach 20.15 Uhr dann eingetippt. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mich aufgeregt, dass er meinen Wunsch nicht entsprochen hat, obwohl das für ihn überhaupt gar kein Problem war. Ne? Naja. Pass auf, wir wählen jetzt 555-0127. Is the casino resident? Yes. What can I do for you? Do you or does anyone in your family patronize the Dixieland drugstore? I'm a busy man. What are you selling? Nothing. Good. Goodbye. Spannend, wo das erste Mal die Filme aus der Videothek mit einem passenden Gerät knacken konnte. Videokopierschutzdecoder? Habe ich noch nie von gehört. Nur 122 war, glaube ich, auch einer. Hi, Casanau Residence. Hi, I was wondering if you could help me. Yeah? A woman in the Dixieland drugstore dropped her purse today, and the name Casanau was inside it. Dixieland drugstore? Never heard of it. Sorry. Na gut. Also 0122 und 0127 haben wir gehört. Oder angerufen. Bestimmt ist es automatisch das letzte. Map. Also 2-2, 2-7 haben wir gemacht, 2-2. Okay, dann jeweils noch einen mehr. Ist auch so eine Sache, ne? In so alten Filmen ist immer die Nummer irgendwie immer mit 555. Immer im Sinne von manchmal. Hallo? Hallo, I'm calling from the Dixieland Drugstore. We have an order for you. Castro, be quiet. Who is this? I'm a friend of the owner. I'm sure I don't know what you're talking about. Na, bin nicht sicher. Das klang erstmal so ein bisschen, als wenn das richtig wäre. Hi, you've won a customer raffle at the Dixieland Drugstore. No soliciting, please. Die 128 war richtig. Die hat nur so getan, als ob. Mit dem Hund war sie ja auch im Laden. Yes? Hello, I'm calling from the Dixieland Drugstore. We have an order for you. Hush, Castro. I told you, I don't know what you're talking about. Die ist es auf jeden Fall. Somewhere there's a Norland's phone book missing one of its C pages. Das Hacken, Ilex, ist spaßig, ehrlich? Die 128 ist auf jeden Fall richtig. Ah, Kajun Quitters Tierklinik, Spezialisten der Hundeversorgung. Vielleicht sollte ich da auch nochmal anrufen. 555, weil die hat ja einen Hund, der anscheinend irgendwie da auffällig ist, ne? Man muss immer einen vierstelligen Code rausfinden, ne? 555-0170, okay. Do you have a Madame Casino as a client? Madame Casino? Sure, I know her. She's not here right
Really? Hmm. She told me she'd be there. Would you happen to have her address by any chance? Yeah, but I'm not sure I should give it out. Who are you again? Ich bin um Castro besorgt. Genau. Wenn man falsche Zahlen angibt, zeigt es ein Anwendungsfall. Ah, ein Vorkommen. Ist so ein bisschen wie dieses Mastermind, wa? I'm worried about Castro. He's missed three dance lessons. Castro? Her little doggy? Oh, he's so sweet. I guess if you know Castro, it's okay. Her address is 345 Dolby. Thanks. Thanks. Stalking 101. Errungenschaft. Dem. Kann ich da hin? Ah. Leider ist dein PC am Krepieren. Oh, das tut mir leid. Was ist denn da los? Gebäude. Gabriel stands at the door of an old quarter residence. The neighborhood is a little shabby, but this particular building is freshly painted. Sieht gar nicht so frisch gestrichen aus. Tall windows flank the front of the mansion. Interessante, wie nennt man das hier? Pfähle oder Begrenzungen? Merkwürdig. Okay. Yes, who is it? Tierladenverkäufer, Wucherer, Voodoo-Artikel. Hm. Hi, I'm doing an article on Voodoo and I heard that you are I'm a good Catholic young man. Take your evil influence elsewhere. But I just have a few questions. I can feel the evil eye. Go away. Das Haus muss aber niederbrennen, sieht mir aus. USB-Ports spinnen alle, als ob sie stromunversorgt sind. Da kann ich nur mit 10% Download-Geschwindigkeit saugen. Was ich mal machen würde, nur so eine Idee, ist mal von so einer Live-CD oder vom Live-USB-Stick zu starten, so ein Linux-Dingen oder so, und dann gucken, ob dann USB und Download-Geschwindigkeit normal funktioniert, dann weißt du nämlich, ob es am Betriebssystem liegt. Oder an Hardware. Einfach nochmal. Please let me talk to you, Madame Casino. I do not talk to strangers, young man. Einfach nochmal. Und wer ist da? Yes, who is it? I've got some great pet supplies. Coochie coochie coo, little doggy. Castro has everything he needs. Don't you, Castro? Gell? Thanks a lot, Castro. Das ist ein komischer Ausdruck. Gell. Ich hatte früher einen Kollegen in einer anderen Firma, der hatte so eine komische Ausdrucksweise. Dieses Gell, also das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Aber, der hat aber immer so gesagt, irgendwie was erzählt, dann sagte er nicht etwa, das machen wir dann so und so, gell? Sondern das machen wir so und so, g. Das kann man ganz häufig am Ende eines Satzes ist g. Tat mir immer irgendwie in Ohren weh. Yes, who is it? Wucherer? Blanchard. You are no Bill Murray. So lange, bis nichts mehr zu tun ist.
fine magazine subscriptions for sale? I am sorry, I am not interested. Die wundert sich überhaupt nicht, dass man hier zehnmal hintereinander anklopft. Yes, who is it? Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you are... I told you no. This house is under the protection of the saints. Now, go away. Ich mach das jetzt einfach nochmal. So lange, bis ich nichts Neues mehr höre. Yes, who is it? Wrong house, never mind. Fine, good day. Gut, das bringt uns also nicht weiter. Ich zeig ihr einfach das WW. Ach, das geht jetzt auch nicht, gut. Was haben wir denn hier? Fenster. Ah, hier kann man nichts machen. Hier kann man nichts machen, glaube ich. Ne, Fenster kann ich angucken, Gebäude kann ich angucken. Da kann ich nur draufklicken und schon klopft er. Ich kann noch nicht mal auswählen, was ich machen will. Und dann kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, wie es aussieht. Ich habe meinen Laden zurück. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Ich habe das Gefühl, du meinst das nicht ernst. Got a minute, Grace? What's up? Could you do some research for me? Sure, what? Muster. I have a pattern I need you to research. Interesting. What is it? It's a reconstruction of the tracings they found around the murder victims. The ones done in flour and blood. Yuck. You shouldn't carry this kind of thing around. Who knows what these symbols mean? Well, wear your evil banishing gloves if you want, but check it out for me, would you? I'll see what I can find out. Anything else? Pling, 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 pling. Wie gesagt, also wenn du einmal jetzt so mit einem anderen Betriebssystem bootest, egal wie du es nun machst, dann kannst du halt feststellen, ob es daran liegt, ne? Dann merkst du halt gleich, ob die Hardware oder die Software da einen Strich durch die Rechnung macht. So, wir müssen auch gleich Feierabend machen, denke ich. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo hin muss. Du hast Windows neu installiert. Na, dann wird es wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen, wenn das vorher und nachher das gleiche Problem war, ne? Guck mal hier ins Buch hier, Hinweise. Ich will ich bin bei Madame sowieso, sie will mich aber nicht reinlassen. Ich weiß, wie man es macht. Mir fällt es gerade ein. Das können wir noch machen. Sie sagte doch, sie ist eine gute irgendwie Katholikin. Das glaube ich zwar keinen Moment, aber schau mal, Priesterverkleidung. Alright, but this is private. Gabriel, jetzt aber. Was ist denn mit seinen Haaren los? Father Mac irgendwas. It's Father McLaughlin to see you.
Father McLaughlin, you say? You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Please be seated, Father. Thank you. Now, what can I do for you? Es ist aber ein schön aufgeräumtes Zimmer. Wirkt gemütlich, bis auf das merkwürdige Bild im Hintergrund. The painting behind the couch is a Madonna and Child. Guck mir das mal alles an. The upholstered chair is less comfortable than it looks. Der Stuhl. It's a painting of a pretty young lady in old-fashioned clothes. Ein pretty lady? In younger days? Good heavens, no, Father. Wand. Madame's parlor is full of carefully dusted and polished relics of her past. Teeservice. The tea service has been polished recently. Madame uses it with her Creole sisters, perhaps. Kaffeetisch. Kaffeetisch, aber Teeservice, das geht doch nicht. A low wooden coffee table sits in front of the sofa. Schmuckkästchen. There's an old-fashioned jewelry box on the coffee table. Teeservice, Kaffeetisch. Father McLaughlin would never steal from one of his flock. Castro angucken. Cute as a flea on a piece of fruit. Madame Casino looks fragile and pale under a thick layer of face powder. If Gabriel's not mistaken, she's a sly sort of a loaf. Rosenkranz. Madame finds comfort in these iconic images, it seems. Pflanze? The plant looks healthy. Despite Gabriel's vague impression that Castro makes great use of it. An old table lamp with a fringe shade gives off what little light there is in the parlor. Na gut, ich rede gleich mal mit ihr, ne? It's a large antique cabinet. It's probably worth something. Madam would think Father McLaughlin was suspiciously snoopy if Gabriel did that. Yeah. If Madame wants to serve tea, she'll do the pouring. Okay, wir reden mal mit ihr. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Okay. Oh, wie er sich verkleidet hat. Marie? Do you know anything about Marie Laveau? Oh, her. I could tell you about her. Voodoo queen? Ah! My great-grandmother was an acolyte of Marie Laveau. She knows the truth about her. The truth? Und was ist die truth? Tell me more about Marie Laveau. No, no, I won't say anything more. Not to you, Father. I'm sure you mean well, but you are an outsider. Tell me more about Marie Laveau. No, no, I won't... Nope. Do you know anything about Vevis? No, Father. I don't know anything about that. Du lügst doch. Ich mach dich platt. Tell me about yourself. Me? I am Creole. My family has been in New Orleans for over 200 years. Real New Orleanians are French, you see. These days, the city is overrun with people with no heritage at all. No offense, Father, but it's true. But the French, naturellement, will always be the true blood of New Orleans. Do you have any idea what Capri Saint Col means? Maybe. I know. I bet you do not know, Father, n'est pas? Ich sag's mal. It means goat without horns. Father, you surprised me. You do know what it means. You know what they mean by goat without horns, don't you? A human being. That's right.
Slit your throat, cut out your heart. Pure evil murder. Ja, wir fragen sie nach Menschenopfer. Nee, erst nach Damballa. Have you ever heard of Damballa? No, Fazia. I don't know anything about that. Glaubt man doch nicht ein einziges Mal. Do you know anything about human sacrifice here in New Orleans? Well, my great-grandma there could tell stories. She saw it. People say that sort of thing wasn't done in New Orleans. But the real Voodoo Queens did it. Oh, yes. Echte Voodoo-Königin? Who are the real Voodoo Queens? Well, my great-grandma there told me that Labor was just a one. A flamboyant decoy. She distracted authorities from the real Voodoo Queen of New Orleans. It's been the same one for almost 200 years. She's head of a secret Voodoo Enfant. That's what they call their temples, you know. It's so secret, most of the Voodoo people in the city don't even know about it. The real Voodoo Queen controlled Lavo, gave her a little bit of power and used her like a puppet. Und wer und wie und so, ne? Wer höre ich aus Problem tiefgründig Hardware. Board. Ich drück die Daumen, dass du es rausfindest. Ja, Board oder Netzteil. Manchmal, also erstaunlich häufig ist es Netzteil. Tell me more about this secret voodoo hound for. Well, I've never seen it. I wouldn't go near it if you bade me. But it's here in New Orleans, I guarantee it. I hear their drums at night, oh yes. That's why I'm so ill, I tell you, those drums. But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there, I can tell you. I'll show you something, something secret. You mustn't tell anyone, Father. I swear on my collar. Here it is, mon père. A true object of evil, if ever there was one. It radiates something, all right. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. You don't say. To tell you the truth, I've always felt nervous about having it in the house. You know, evil influence and all. I can see how you would, yes. And yet, I could never part with it. It's been in the family for generations. Would you bless it for me, Father? I feel strange asking such a thing of you, but surely you understand. Bless this bracelet of a snake. Even though its vibes aren't great, let it do nobody harm. When they wear it on their arm, voodoo spirits go away. Don't come back another day. And now let us pray. Klingt super. Angucken. It's a bracelet in the shape of a snake. Kann ich damit irgendwas machen? Ton. Abdruck machen. Gabriel has a thought about the clay. Bless, oh bless this circlet of silver. Take the curse, oh take it, Wilbur. A lovely blessing, mon père. Yes, I think it made a lasting impression. Here you go. I feel so much better now. Sehr gut. Errungenschaft. Making an impression. Okay, soll ja mal reichen. Well, madam, I must be going. Of course, Father. I know how busy you must be tending your flock. So. It's a clay mold of Madame Casino's snake bracelet. Ja, davon müssen wir uns einen Abdruck machen. Also quasi das Gegenstück jetzt aus irgendwas. Knete oder wie auch immer. Naja.
Die Priesterverkleidung, die kann er eigentlich auch wieder ablegen, oder? Gabriel won't be needing that disguise again. Guten Abend, Frankie. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Ah, wir haben diesmal sehr schön. Den ist geschafft ohne irgendwie I'm going inside. Oh, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he here? I really couldn't say for certain, but in the morning. Gracie, say goodnight. Sie ist doch seinem Charme verfallen oder sie manipuliert ihn auf irgendeine Weise. You came. I didn't think you would. I didn't think I would either. Your eyes. I could show you around a little. It's not much, but please don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, no. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. Wirklich sein Charme? Oder Hintergedanken? Ich sprach mit ihm trotz Geruch des Todes. Er lieh mir seine Ohren. Kreuze der Markierung wurden Schleier der Tränen. Okay, sie geht morgens. Nacht da verbracht. Bams. Nun, der müsste jetzt heute richtig gut drauf sein. Ich sehe es schon. Speaking to me this morning? Don't be silly. I just have nothing to say. Have it your way. Nun gut. So. Have you noticed this guy outside the shop? Yeah, he gives me the creeps. I wish he'd go away. Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810. The newspaper published part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. Forget it. Oh, ling, 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 ling. So. Dazu bin ich leider viel zu blöd zum Einbauen. Ich hatte beim alten PC immer Probleme mit den SATA-3-Anschlüssen. Meine Platten sind ewig ausgefallen. Auch das Board. Ja. Ja, da gibt es leider einiges, was da sein kann. Vielleicht mal, gibt ja so Hardware-Check-Programme. So Boot, Live-Boot-Sticks oder sowas, die Hardware checken. Vielleicht gibt es da ja auch was. Naja, wie auch immer. Es ist jetzt kurz nach 9:30, das soll jetzt reichen. Hat gut geklappt heute. Na, also letztendlich, bis auf einen Tipp musste ich mir sozusagen indirekt holen. Ne? Also da bin ich jetzt nicht so richtig direkt von selbst drauf gekommen. Aber ansonsten hat es ganz gut geklappt. Ne? Manchmal brauche ich einen kleinen Anschubser in der richtigen Denkrichtung, aber das ist gut gelaufen heute, fand ich. Ich finde das Spiel irgendwie gemütlich. Ne? Da machen wir nächstes Mal weiter. Diese Punktzahl da oben, wie gesagt, ne? Ich habe so das Gefühl,
Ich vermute, dass wir jetzt ungefähr ein Drittel des Spiels haben. Wollen wir mal sehen. Wenn wir es durchhaben, wie gesagt, dann wird als nächstes Perioden probiert, ne? Aber das ist noch ein bisschen hin. Also nächste und übernächste Woche garantiert immer noch nicht fertig. Ist aber auch okay, ne? Am Sonntag, relativ wahrscheinlich. Aber das mache ich dann auch wieder relativ spontan. So, Samstag tagsüber, also ich weiß noch nicht genau, wie es läuft. Also der einzige quasi feste Termin, der ist halt Samstagnacht, wo momentan noch Dead Space 3 läuft, ne? Ansonsten mache ich es halt immer spontan, wie man ja weiß, ne? Aber die Chance ist ziemlich gut. Ist ja auch so, dass Montag Feiertag ist. Hier zumindest. Wahrscheinlich ziemlich verbreitet. Und deshalb kann ich auch Sonntag noch gemütlich noch was machen, ne? So. Das war's dann jetzt. Ben, zupp. Flimm. Die Aufnahme stoppt.